Alter, komm gleich Experte, Alter. Wenn, dann hauen wir gleich voll rein. Und verkacken wahrscheinlich dann auch voll. Wobei die immer noch eigentlich gehen, finde ich. Boah. Boah. Hä? Ah, ich drücke immer das Falsche. Ja, das war jetzt nicht so geil. Ja, im Mittelteil habe ich verkackt, weil ich die falsche Taste erwischt habe. Über den Wolken. Ah, immer noch. Cool. Stark. Linear als nächstes bitte. Ja, mach mal das mal. Okay. Das hat ja schon angefangen, was soll das? Ich hab mich gerade erst richtig hingeguckt und dann die Scheiße. Und das Kabel rutscht immer so blöd runter. So. Erneut versuchen. Fuck, der Mauszeiger ist in der Mitte. Das könnte ein Persona 5-Theme sein. Oh. Alter, das letzte war nochmal fies. Aber immer noch 91%, sehr schön. Eieieiei. Zwischen denen hat es schon echt das üble Ding gehabt. Ja, jetzt haben wir eh schon fast Eier gemacht, das können wir dann den Rest auch noch machen. Komm, mach mal ihn. Okay, ich muss mich gleich vorbereiten, weil das Zeug gleich wieder anfängt. Yeah.
Alter! Neville, was stimmt mit dir nicht? Oh, das geht nur weiter. Der Mittelteil ist ja richtig übel. Ah, fuck, Alter, wegen ein paar Prozentpunkte. Shit. Aber es reicht halt noch eigentlich. Oh, ist der Mittelteil arschig, Alter. Leck mich fett. Komm, guter Ausschreckending. Ja komm, wir machen es jetzt da nicht, Alter, egal, auf jeden Fall. Boah, any last words? Gerade noch 90%. Puiuiuiui. Es gibt immer so Mittelteile, wo sie dann so richtig abgehen, Alter, wie so ein Rettich. Und da waren wir ohne König noch nicht mal ausprobiert. Ah. Der größte Scheißdreck, die sollten sich mal auf ein Ding einigen, wie sie sowas machen. Hä? Oh. Jetzt bin ich wieder durcheinander gekommen. Das muss ich nochmal machen, das geht nicht. Das kann ich so nicht stehen lassen.
Das ist ja noch schlimmer wie vorher. Fuck. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Eins probieren wir jetzt noch auf aus Ding und dann ist Schluss. Oh, das wird mich so zerreißen. Alter. Das ist ja richtig übel, ne? Tschüss. Pisst euch. Eieiei. Eieiei. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Ey, komm mir da gerade witzig. Ich weiß schon gar nicht, was ich gesagt habe. warte mal, Aktion. Festgelände. Siege bestimmte Monster gemäß Voraks Liste, sammle bestimmte regionale Besonderheiten aus Teverat, fotografiere bestimmte Ziele, bestimmte entsprechende Dekorationen. Okay, da kannst du Veranstaltungen dekorieren und. Okay. Besiege drei Arten von Ruinenmaschinen. Muss ich da jetzt irgendwo hin? Was das sind, weiß ich, aber wo? Geh einfach irgendwo hin und mach sie kalt oder was? Hä? Gib mir wenigstens irgendein Ziel. Ich meine, ich kann die auch selber finden, das ist mir schon klar. Leidenschaftliche Lobpreisung? Ah. Treffen der Melodien. Was ist hier? Sprich mit Musikliebhabern. Okay. Wer sind die? Irgendwelche Leute. Mal gescheit hintocken. Knarz, knarz, knarz. Was für eine Vorführung? Was? Was ist passiert? Normale Boss-Suchkarte. Mehr dachte ich mir schon, aber. Dich einladen, Musikfestival zu besuchen. Hier hat mich jemand eingeladen, an eine solche Veranstaltung teilzunehmen. Nun, deshalb sind wir hier. Hehe. Sie geben, die du wirklich magst, nicht wahr? Wir können für dich spielen. Wir sind echte Musiker. Die mich so langer Zeit gehört habe. Ich glaube, es war so groß wie du, als ich das letzte Mal hörte. Ich kann mich nur noch bruchstückhaft daran erinnern, aber ich könnte es trotzdem vorspielen. Ja, das war jetzt alles, was ich brauchte, um zu checken, was los ist. Was? Bei Treffen der Melodie musst du aus. Krieg noch Noten, die passende aussuchen. Hä? Okay.
Warte mal, was war denn das eigentliche? Zurück. Nee. Hä, ist das hier alles scheiße? Ist mir schon klar, was ich da machen muss, Navi. Ich meine, ganz doof bin ich jetzt auch nicht. Wunderbar, es scheint, dass du die ganzen Händchen dafür hast, die Wünsche anderer wahr werden zu lassen. Ja, daher, dass ich diese Melodie zum letzten Mal gehört habe, es war ein Junge aus der Nachbarschaft, der sie mir vorgespielt hat. Trotzdem bin ich froh, dass ich die Melodie noch einmal gehört habe. Ich danke euch vielmals. Da, und wie fandest du denn das Rhythmus-Game? Ja, wie immer cool, aber halt. Also bis Experte geht's eigentlich relativ easy. Wobei es immer wieder mal. Ich glaube, jedes Lied hat einen Teil, glaube ich, gehabt, der wo richtig reinhaut. Und ohne König ist sowieso, da kann man doch sowieso total vergessen. Außer du übst das richtig hart. Einladen, Musikfestival. Woher wusstest du, dass ich Musik mag? Ja, eigentlich mag ja fast jeder Musik, oder? Gibt's wen, der wo keine Musik mag? Ich meine, es gibt ja so viele Kategorien, irgendwas muss dann immer gefallen. Ich komme mich dadurch meist meine kreativen Ideen. Die dir wirklich gefällt, oder? Können sie dir vorspielen? Eine lange Liste für euch. Wenn ihr für meine Melodie entscheiden müsste, wäre es vielleicht diese traditionelle Stück aus Konda. Was ist Konda? In meine kulinarische Reise begonnen. Könnt ihr ein Stück spielen? Klar, versuche es. Danke. Können wir das überspringen? Ich will das gar nicht hören. Da, den Typen interessiert es auch nicht, der ist vorbeigelaufen einfach. Den Experten muss man nicht. Also ich fand, es ging eigentlich. Ich meine, normal ist eigentlich schon wieder zu einfach. Absolut fantastisch. Von der Kleidung abgesehen hätte ich vermutet, dass du selbst aus dem Dorf Konda stammst. Achso, das klang genau wie das Original. Ja, fast wie wenn mir irgendwer beim Event helfen würde. Entschieden, dass ich unbedingt zu diesem Festival gehen muss, von dem ihr sprecht. Ich will mich in Musik vertiefen, wer weiß, vielleicht finde ich ja Inspiration für ein neues kreatives Gericht. Ich möchte dann dorthin bringen, meine Kochkünste sind zwar nicht überragend, aber ich denke, ich kann zumindest Atmosphäre beitragen, oder? Jetzt will ich sehen, wie du mit dem Ding da hinkommst. Aber bloß hin, bis Fuzzi sein. Ah, wenn ich mich verhört, ist das ein Musikfestival oder ein Kulinarik-Festival? Kulinarik? Es geht um Musik, um einen ernsthaften, formellen musikalischen Austausch, um genau zu sein. Musik, die du magst, wir können sie dir gleich vorspielen. Im Ernst nun, ich habe deine Melodie im Kopf. Ja, spiel mal vor, klar, versuch's. Da war das jetzt zu einem Mikro-Game, ja noch ein Kindergrad. Kommt auch noch auf welchen Level? Ab dem dritten Schwierigkeitsgrad gehen noch die Hatsune Miku-Games ja ab wie Sau.
So, den nächsten. Wunderbare Vorstellung, ich habe keine Ahnung, wie dieses Lied heißt. Haha. Kunde von Fuchsohren summt das Lied immer, wenn sie beim Rahmen ist. Sie gehört zu unseren Stammgästen, weil es vor ein paar Tagen da, sonst hätte ich das Lied glatt vergessen. Daran merkt ihr, wie viel ich über Musik weiß. Falls ihr nach einem Imbiss Ausschau haltet, dann empfehle ich euch Tomoki. Ein Abenteurergeist, auch wenn er ein kleiner Musikliebhaber ist, sollte ihn trotzdem interessieren. Kein Musikliebhaber ist. Willst du mir erzählen, er kennt die Kutschi nicht? Ja, egal. Nein, das war's nicht. Das da. In Liebe? Okay. Habe ich eigentlich schon jemals auf wie lange geht der Stream eine richtige Antwort geben können, außer bis ich keine Lust mehr habe? Weil wenn ich gerade so überlege, ich glaube, es ist so oft gestellt worden, aber ich glaube, ich habe noch nie eine richtige Antwort geben können. warte mal, wir müssen mal wechseln. Wen haben wir da genommen? Alter, ich weiß nicht mehr, wer im Team war. Ach so. Oh, sie ist ja auch da. No need to fret. Hä? Oh, aber ich habe das Team nicht gewechselt. Oh, jetzt geht's doch nicht das Ding, Alter. Was ist los mit dir? Chi Fang. Hä? Hab ich nicht F gedrückt? Scheinbar nicht. Buch hier ist klasse. Musikfestival. Musikfestival, sagst du? Weißt du, ich habe meinen Mann wegen eines Lied kennengelernt. Was für ein Zufall, nicht wahr? Stumm's mal vor. Klar, versuch's. 7 Uhr? Nee. Alter, das ist voll lang, das letzte Ding. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Könnte passen. Fuck, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Wird schon passen. Oh, eins stimmt nicht. Metze. Das Einzige, was ich mir wieder denke, warum laden wir irgendwelche NPCs ein, Alter? Gehen wir doch zu den richtigen Leuten. Ehrlich nostalgisches Gefühl, ich fühle mich sofort an meine Studienzeit in Fontaine erinnert. Cafés der in der Vasari-Passage, um zum Lesen, als ich eins Tag als dieses Lied hörte. Ich fragte den Mitarbeiter, wie es hieß. Wusste es nicht, aber ein großer Mann in der Nähe, Kuchenar, sagte mir, dass es Les Souvenirs avec Les... Und später wurde mein Mann.
Mit seinen Freunden aus einem Literaturclub. Ach, ich werde ganz nostalgisch. Ich war alle so jung. Nicht teilnehmen können. Den ganzen Tag mit ein paar alten Büchern zu tun. Ich habe mich auch Conny nicht davon abhalten, das zu tun. Ich bin sicher, dass ich an solches kulturellen Austausch interessieren würde. Ich werde ihn bitten, ein paar Andenken mitzubringen, die er an die Gäste verschenken kann. Gleich wieder ein Business, Alter.